If I ask you to dance. So, liebe Freunde, ein bisschen Spaß beiseite. Mir war gerade nach Singen zumute, also nicht böse nehmen. Und wir kommen jetzt natürlich zu der Tabelle, zu der XVBG-Tabelle. Und zwar auf dem ersten Platz mit 6 gespielten Spielen. 6 Siegen und 0 Niederlagen, 27 Tore, 8 Gegentore. Und 18 Punkte, natürlich SC All-Stars 11. Sehr, sehr gute Arbeit und Gratulations von mir nochmal. So, wir kommen dann zum zweiten Platz der Liga, liebe Freunde. Das ist Crazy Kickers, liegt an dem zweiten Platz. Auch 6 gespielte Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Davon 15 Tore, liebe Freunde. Soweit zum zweiten Platz. Wir kommen zum dritten Platz der Liga, liebe Freunde. Und zwar sind das die UTC All-Stars mit 6 gespielten Spielen, 4 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage. Davon 17 Tore zurzeit in der Liga auf dem dritten Platz. Und wir kommen jetzt zum vierten Platz der Liga, liebe Freunde. All-Stars Royal. All-Stars Royal auch. Sie 6 Spiele gespielt, 3 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Und davon 8 Tore und 5 Gegentore, liebe Freunde, für All-Stars Royal auf dem vierten Platz. Wir kommen jetzt zum fünften Platz der Liga, VPC Undertable, mit 6 gespielten Spielen, davon 3 Siege, 0-0 entschieden und 3 Niederlagen. Davon haben sie 7 Tore und 9 Gegentore, liebe Freunde. VBC Undertable, wie gesagt, 5. Platz der Liga. Dann kommen wir zu UTC Black Bulls, liebe Freunde. Auch hier 6 gespielte Spiele und 3 Siege, 0 Niederlagen, 0 Unentschieden, Entschuldigung, und 3 Niederlagen. So, und Black Bulls, die haben hier an Toren 7 Toren und 10 Gegentore. Dann kommen wir auf dem siebten Platz zu den UTC Patriots mit 6 gespielten Spielen, 2 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, 17 Tore und 19 Gegentore. Auf dem siebten Platz die UTC Patriots. Dann kommen wir auf dem achten Platz zu Hateful Eleven. Hateful Eleven auch mit 6 Spielen, ein Sieg, ein Unentschieden und 4 Niederlagen, 7 Tore und 16 Gegentore. Dann UTC Dragons. UTC Dragons sehr spät in die Liga gekommen. Da war das Team noch nicht aufgebaut. Und das merkt man auch an den Spielen. Sehr, sehr mau. Alle Spiele bis jetzt verloren. Genauso wie auf dem 10. Platz UTC White Tigers, die auch noch zurzeit an ihrem Team aufbauen sind. So, liebe Freunde, und das war's auch schon von der Tabelle der Liga. Und entschuldigt mal nochmal zu Anfang mein Gesang. Und es war ja nur eine kleine Einlage. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken. Wir uns dann beim 4. Spieltag, da werde ich wieder einen kleinen Bericht machen über die Liga. Wünsche euch noch viel Spaß. Bis dorthin, euer YouTube-Channel und tschüss.